Ein wunderschönen guten Morgen, Freunde, und herzlich willkommen aus dem Süden Portugals. Ja, für uns ging es die letzten Tage bis an die Algarve ganz nach unten. Jetzt stehen wir gerade an der Grenze zu Spanien, am untersten Teil Portugals. Und ja, wir machen gerade die Runde mit Peppi. Sonnenaufgang am Meer. Schaut euch mal an, wie wunderschön es ist. Und ja, der Plan für heute ist, einen Wasserfall zu besuchen. Wir machen jetzt den Spaziergang fertig, packen unser Auto und dann geht's auch schon los zum Wasserfall. Ja, Freunde, wir sind angekommen. Hier ist unser neues Zuhause für heute. Aber wir sind nicht an diesem Wasserfall, an den wir eigentlich wollten, sondern wir sind an den Fluss gefahren. Ja, wir haben uns eben noch mit jemandem unterhalten und den Tipp bekommen, dass eine halbe Stunde vom Meer hier so ein wunderschöner Fluss fließt, an dem man direkt stehen kann. Und hier sind wir hingefahren. Das ist kein ganz normaler Fluss, sondern dieser Fluss ist nämlich der Rio Guadiana. Und zwar dient er auch als Landesgrenze von Portugal und Spanien. Ja, wir stehen hier auf der portugiesischen Seite und da drüben das Ufer gehört schon zu Spanien. Wahnsinn, oder? Und was einem hier auf jeden Fall direkt auffällt, Freunde, ist, dass es gefühlte 20 Grad kälter ist als am Meer. Ihr habt es ja gesehen, am Meer war ein klarer Himmel mit richtig schönem Sonnenschein. Und hier, ja, ist es ganz schön zugezogen und das ist wirklich, wirklich frisch hier. Aber es ist ja noch früh und wir hoffen einfach, dass im Laufe des Tages wieder gutes Wetter kommt. Ja, und wir gehen jetzt noch hier eine Runde spazieren, schauen uns mal diese Landschaften hier an. Und genießen einfach die Stille und dieses schöne Plätzchen hier. Und auch hier in Portugal gibt es was, was ich auf der ganzen Welt gesehen habe, was aber normalerweise keinem auffällt. Und zwar das hier, Leute. Schaut mal. Wer von euch was weiß, was das hier ist, schreibt es mir in die Kommentare. Ich bin wirklich mal gespannt, wie viele von euch wissen, was das hier ist. Und ja, hier ist es ein bisschen anders gemacht. So habe ich es noch nie gesehen. Und zwar ist hier so ein hohles Bambusrohr genommen worden und dann einfach der Stock hier reingesteckt. Ja, Leute, wofür kann das sein? Ich wette, einige von euch werden es wissen. Schreibt es mir in die Kommentare. Ja, Leute, wir waren den ganzen Tag einfach nur in der Sonne gesessen und haben das Wetter genossen. Es ist einfach so schön, wieder 20 Grad und den ganzen Tag hat die Sonne geschienen. Ja, und jetzt gehen wir nochmal auf einen Spaziergang. Da hinten sind nämlich so alte Ruinen, richtig zusammengefallene Häuser und die schauen wir uns mal an. So, Freunde, wir sind jetzt direkt vor dem Haus. Schaut euch das mal an, was das für eine wunderschöne Aussicht gewesen ist. Und ja, es schaut so aus, als ob dieses Haus schon ewig zerfallen ist. Wahnsinn, dass man denkt, dass vielleicht 100, 200 Jahre, vor 100, 200 Jahren hier jemand gewohnt hat. Und ja, hier drin schaut es so aus, da kann man noch so einen kleinen Kamin erkennen. Da oben noch der Schornstein. Richtig spannend. Und da hinten sind noch so ein paar Häuser. Wir laufen jetzt mal nach hinten. Jetzt gerade hier hochgekommen und das hier ist das zweite verlassene Haus. Schaut auf jeden Fall schon ein bisschen neuer aus. Das Dach ist auf jeden Fall noch halb drauf. Und schaut mal, wenn man da nach hinten schaut, da wird wahrscheinlich so ein kleines Dorf gewesen sein. Die Häuser schauen auch alle verlassen aus. Oh.
schaut es hier von drinnen aus. Man kann hier wieder erkennen, dass da ein Kamin war. Und schaut euch dieses Dach mal an. Hier gehen einfach Holzlatten ganz lange drauf. Dann gibt es hier nochmal so quer. Das ist auch so ein Holz einfach. Und über dem Holz kommen dann hier noch Ziegel. Hier wieder ein ganz kleiner Raum. Das Dach ist schon eingefallen. Und ja, hier auch wieder ein Kamin gewesen. In so alten Häusern, da gab es halt noch keine Heizung. Da musste überall ein Kamin rein, damit es im Winter schön warm bleibt. Oh, und jetzt hier ist schon gar kein Dach mehr. Und alles ist zusammengewachsen. Mega interessant, sich das Ganze hier anzuschauen.